Warte, wie ging das nochmal? Gelbe Seiten im Web, im App als App. Ah, ja, doch. Im Web als Buch als App. Aber, weißt du, meistens sind es die mega beschissenen Werbe-Jingles. Im Buch, im Web, voll Crap, Alter. Die dir im Ohr bleiben. Und das spricht natürlich dann auch wieder für eine extrem gute Werbeagentur, die dahinter steckt. Ja, ich meine, die haben ja klar das Ziel haben sie erreicht. Ob das jetzt positiv ist oder nicht, im Kopf ist es. Ja. Nee, so ein blöden. Warte mal, wo bist du denn jetzt? Ich bin jetzt in der Nähe von dem Absturz. Ich bin da gegenüber im Dschungel. Ja, ich bin jetzt auch hier halb im Dschungel drin und baue jetzt hier gerade so ein. Ich wollte zu diesem See dahin, ne? Ja, ja, genau. Da. Nee, das ist ein Huhn. Ja, dann genau da, wo ich bin. Du hast erschreckend viel Ähnlichkeit mit einem Huhn, Max. Ja, aber auch nur Evil Chicken, ne? Evil Chicken, Mann. Was ist das Evil Chicken eigentlich? Das habe ich letztens schon in den Kommentaren gelesen. Irgendwas mit Gronkh, glaube ich. Bitte? Keine Ahnung, was das genau auf sich hat. Auf jeden Fall weiß ich, dass es so ein Huhn ist, was halt irgendwie böse guckt, mit so roten Augen, nicht? Okay. Liebe Zuschauer, wenn ihr wisst, was das Evil Chicken ist, dann klärt uns doch mal bitte auf. Ach, die schreiben doch in die Kommentare, geh ficken und geh bei Google selber suchen. Mann, ich versuche hier gerade ein bisschen. Also nur Spaß, natürlich, Leute. Wenn ihr das wisst, ey, dann klärt uns auf. Ebenfalls, wie vorhin schon erwähnt, wenn ihr irgendwie Bock auf irgendwelche bestimmten Mods habt oder sowas, immer raus damit. Genau, oder allgemein. Oder auch bestimmten Maps. Wir waren ja mal auf der Suche nach so Adventure-Maps. Ja, wir hatten ja auch eine gefunden. The Dropper 2. Richtig. War auch eigentlich vom Prinzip her gar nicht so schlecht, aber es hat dann irgendwie dann doch relativ schnell geschlaucht und war nicht mehr so interessant. Und wenn ihr da irgendwie eine coole habt, die man mal spielen kann, dann ey, immer raus. Wir machen das. Wir spielen auch gern nackt. Und dann auch mit, nicht Facecam, sondern mit, nennen wir es einfach mal Pantscam. Genau. Ah nee, jetzt haben wir sich hier, das ist, oh nee. Ach, lass ich einfach, hat keiner gesehen. Was wollte ich gerade noch erwähnen? Was hast du gemacht, mein Lieber? Nee, alles gut. Ich überlege ja gerade aktuell, ob ich, nachdem ich die laufenden Let's Plays, die ich momentan noch mache, die da wären Far Cry Blood Dragon und A Link to the Past, ob ich danach vielleicht tatsächlich nur noch Minecraft mache. Und dann vielleicht mal ganz. Bist du noch da? Ja, ich bin noch da, ich höre ganz gespannt zu. Und dann vielleicht nur noch ganz. Ich bin einfach nicht gewohnt, dass du mich nicht unterbrichst. Achso, ja, Entschuldigung. Nein, dass ich dann, ach keine Ahnung, vielleicht nur ganz selten nochmal ein anderes Let's Play mache, aber. Ich weiß nicht, ich hätte so gern The Last of Us irgendwie gespielt. Ich auch, aber das ist so beschissen, dass das so ein PlayStation-Only-Titel ist. Hast du keine PlayStation? Nein, ich habe keine PlayStation. Ich bin auch so ein Xbox-Fanboy. Ach so, das habe ich dich vorhin gar nicht gefragt übrigens. Du, nee. Also, du wärst du bist also ja auch nur, ich sag ja Egomane, du denkst nur an dich. Nee, ich stelle dir auch oft genug Fragen. Naja. Das sei jetzt mal so dahingestellt, aber nein, Quatsch. Ich würde es auf jeden Fall richtig gerne spielen. Hast du dir denn schon was angeguckt? Nee, ich will mir auch nichts angucken. Oh, ich hab mir vorher schon genug Trailer angeguckt und sowas, aber so Let's Plays und den ganzen Kram will ich alles nicht sehen. Das Spiel hat einfach mal von allen Magazinen 10 von 10 Sternen oder 5 von 5 bekommen. Echt? Ja, wirklich durchgehend. Und das ist jetzt wirklich das Spiel des Jahres bis jetzt zumindest. Okay, also ich habe also gelesen, laut Aussagen hier, ne? Selber, ne? Muss man mal gucken. Ich habe jetzt nur gelesen, dass es auf jeden Fall der letzte große Meilenstein der PlayStation 3 sein soll. Und das ist ja schon mal. Was für ein Meilenstein, ist wiederum eine Frage. Ich weiß nicht, ob da jetzt so die mega Neuerung ist. Nee, aber es ist spielerisch, ne? Ja, okay. Also, was ich ehrlich gesagt gestehen muss, ist, ich habe mir den Anfang angucken wollen, hab's dann auch getan, habe bei Pete's Meat angefangen. Kennst du die? Ach, hör auf, ey. Und bin dann rübergegangen zu Sarazar und dann ist mir irgendwann aufgefallen. Frau Bergström hat mir irgendwann mal gesagt, oh nee, zum Beispiel auch bei Far Cry Blood Dragon, oder ich habe auch mal ganz, ganz früher, vor 2 Monaten, mal versucht, GTA Vice City zu spielen. Da habe ich auch nicht mehr so viel Bock drauf gehabt. Worauf ich hinaus will, ist, dass ich nie auch nur ein einziges Wort während Zwischensequenzen sage. Und dann habe ich dieses bei Pete's Meat gesehen und Alter, die ganze Zeit, oh Alter, fuck, Digga, krass, ich bin so Soccer, fuck. Und Sarah hat's dann immer, oh Mann. Oh, das ist voll gruselig. Eine Infektion ist ausgebrochen. Oh, so ganz möchtigen ja, aber es Stimmung erzeugen. Ja, ne? Genau. Und das ist einfach so derbe peinlich. Das hat mich so gestört. Und weißt du, nichts gegen Sarah, nichts gegen Pete's Meat, die können von mir aus, weißt du, wir leben hier in Koexistenz, alles schön und gut. Aber das hat mich so gestört, dass ich irgendwann gesagt habe, so, jetzt suchst du dir so ein Walkthrough, weißt du, was es halt früher immer gab. Und gibt's nicht, weißt du. Ich würde gern mal wieder einen Let's Play-Kanal sehen, wo es jemanden gibt, der einfach kein Let's Play macht, sondern einfach ein klassisches, altes Walkthrough, wo er einfach nur durchrennt und nicht labert, weißt du? So, gerade. Alter, ich flippe hier gleich richtig aus, Entschuldigung, Mann, ne? Aber es geht gerade gar nicht. Was geht gerade gar nicht? Fuck off, Alter! Ich will hier irgendwas in meinem Inventar weglegen und jetzt funktioniert's nicht. Okay. Erzähl weiter. Nee, und das hat mich einfach gestört, weswegen ich überlegt habe, wenn ich, glaube ich, nochmal jetzt andere Let's Plays machen würde, dann, ja, wobei es natürlich auch schwierig, das umzusetzen. Oder nehmen wir mal an, ach, keine Ahnung.
Ich fände es halt nur cool, wenn es einen Kanal geben würde, der das mit Let's Play, mit Kommentar anbieten würde. Aber eben auch dieses Walkthrough, weißt du, wo man einfach nicht labert. Oder einfach die Fresse halten während Zwischensequenzen. Mann, Leute, haltet die Fresse. Ich finde, das kommt doch aufs Spiel drauf an. Wenn ich jetzt Need for Speed spiele oder sowas und dann Zwischensequenzen, aber die finde ich zum Beispiel mega uninteressant. Nicht. Hey Jack, du hast ein cooles Auto, Mann. Da hinten ist meine Freundin, die rührst du ja nicht an, ja? So, das ist mir eigentlich auch scheißegal. Aber gerade bei so einem atmosphärischen Spiel wie The Last of Us oder auch Far Cry oder. Ja, wobei Far Cry ist echt die Hardcore. Far Cry soll wieder neu gedreht werden, ne? Wie neu gedreht? Ein Kinofilm. Echt? Ja. Ja, das Far Cry 3 bietet sich ja auch geradezu dazu an. Aber bitte nicht wieder von Uwe, oder? Nein, nein, haben sie auch gesagt, bloß nicht nochmal. Wobei Ralf Möller da wirklich Oscar-verdächtige Leistung abgefappt hat. Sag mal, pass mal auf. Du, ey, wenn du jetzt hier anfängst zu bauen, ne? Ja. Du möchtest dann vermutlich auf jeden Fall hier bleiben, ne? Ich möchte hier bleiben, ja. Okay. Ja, weil das kann ich auf keinen Fall. Ich weiß nicht, also das war. Weiß ich unter nicht. Anderem, ich will jetzt erstmal hier, ne? Ich werde ja auch später noch woanders bauen und sowas. Ist ja. Die ist ja keine Grenzen gesetzt, freilich. Okay. Mag das nur, wenn ich immer dieses stundenlange rumgelatscht, finden, suchen, dann doch, nö, und dann weiß ich auch nicht. Ja. Pass auf, dann platziere ich mich jetzt erstmal hier bei dir. Und sammle zumindest ein paar Ressourcen. Und wenn ich dann alles an Ressourcen habe, dann gehe ich zumindest. Ach, wobei, ich bleib einfach hier, oder? Gehe ich jetzt da oben auf den Berg? Ich weiß nicht, ich bin schon wieder so unschlüssig. Pass auf, wir machen uns jetzt hier Butzen, dann suchen wir uns ein paar Ressourcen. Wenn wir alle so ein bisschen was haben, dann setzen wir uns hier einen Punkt und gehen weiter. Versprichst du es mir? Ja, ich verspreche es dir. Aber wenn hier das fertig ist, ne? Nicht jetzt überstürzen. Ja, aber ich will jetzt hier keinen. Ja, okay, ach komm, egal. Gut. 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 Ist in Ordnung. Gut. So, pass auf, machen wir es so. Ich bin jetzt schon gerade die Höhlenmusik an. Welche Höhlenmusik? Ja, also die Musik, die meistens irgendwie zu einer Höhle passt. Ach so. Pass auf, 1, 2, 3, 4. Dann haben wir da Dry. Dry, ja, machen wir Dry. So. Könnte man ja eigentlich, damit das so ein bisschen nach was aussieht. Liebster Max? Ja, mein Lieber. Pass mal auf, lass uns das mal kurz unterbrechen hier. Ja, bitte. Und mal die Zombie-Motos anmachen. Ja, warte, geht sofort los. Ich leg hier so lange einen Lava-Eimer über den. Alter, hau ab. Warte, ich will nur ganz kurz hier einmal die Grundstruktur legen. Ja, du bist sehr kreativ geworden, habe ich gesehen. Das gefällt mir sehr gut, auf jeden Fall. Ja. Das habe ich ja auch schon, ne, und so. Hast du schon mal gesagt, ne? Habe ich auch schon mal gesehen. Hast du? Nein, ich habe einen Knopf gebaut. Ah. Einen Knopf gebaut? Ja. Jim Knopf. Hast du das früher mal geguckt? Ich hab's geliebt. Meine Oma hat heute noch 1000 Videos davon bei sich. Die das ist eine Lüge, ist das. Natürlich, Jim Knopf. Ich liebe ihn. Gibt's eigentlich ein Computerspiel von bestimmt, oder? Mit Sicherheit, Alter. Let's play Jim Knopf, mal Rampage Mode! Ohne Witz, das machen wir! So, ich packe jetzt hier alles rein, Alter, und dann sagt Bergmann tschüss. Ja, nun warte mal. Ganz nein, kurz ich will jetzt kurz. Ja, ist doch, du kannst doch weitermachen. Du willst jetzt die Zombies einschalten? Ich will die Zombies einschalten, ja. Sonst habe ich ja, hier nicht. Unterstütze ich sowas. Was ist das denn hier, Alter? So. Okay, gut, Jungs, fertig. Also wir sehen, ich kann hier wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich. Tschüss. Ah, ich kann nicht aufstehen. Ich bin noch auf Sendung. Hallihallo, wir sind wieder da nach der kurzen Pause. Herr Bergmann hat die Monster erfolgreich wieder eingeschaltet, würde ich mal meinen. Ich hoffe nicht. Und ich sehe direkt hier meine Kackstifte, wie sie hier aus dem Boden emporragen. Ja, also, kurz nochmal, ich bin mir unschlüssig, ob ich jetzt hier direkt bauen möchte, weil das direkt schon wieder am Spawn wäre und ich würde mir unglaublich gerne mal die Karte anschauen und vielleicht mal der Aufruf an euch, vielleicht einfach, dass ihr das entscheidet. Ihr übernehmt einfach mal die glorreiche Entscheidung, ob wir jetzt hier unser Domizil aufbauen sollen oder ob wir uns ein wenig weiter bewegen. Können wir mal schauen. Wir haben schon wieder vergessen, Fackeln zu fackeln, mein Lieber. Fackeln zu fackeln? Fackeln zu fackeln. Hast du Stein? Stein habe ich nicht, nein. Schittikus. Dann können wir uns nicht mal einen Ofen bauen. Das ist richtig kacke jetzt. Ja, das kriegen wir hin gleich, ey. Kein ja, Problem. Ich meine gleich kommen die Zombies, mein Freund. Ja, ich habe ja ein Schwert. Du bist wieder so fahrlässig, ich sag's dir. Du siehst immer alles viel zu locker, flockig. Das regt mich richtig auf. Ist ja bis jetzt noch nichts passiert. Ja, noch nicht. Ja. Bis vielleicht wieder der erste Creeper von oben runterfällt. Ups, was habe ich denn jetzt gemacht? Oh mein Gott. Ey, guck mal, komm mal kurz her und bau mal mit der Steinspitzhacke kurz den Stein ab, bitte hier. Ja, warte. Oh, das wird ja schon dunkel. Ja, ach was. Schnell. Weißt du, das musst du jetzt genau hier machen, wo ich gerade baue, ne? Ja, das kannst du doch gleich, kannst du gleich wieder die scheiß Erde da dran machen. So. Nee, also es ging jetzt eigentlich nur darum, dass wir kurz einmal eine Anfangs-Niederlassung bauen praktisch.
damit wir nicht ganz so verloren sind. Und weiterhin könnt ihr dann, wie gesagt, was der Herr Bergmann schon sagt, entscheiden, wo wir hingehen sollen, was wir machen sollen, was wir als nächstes machen sollen, ob wir doch wieder auf jahrelange Höhlenforscherei gehen. Allgemein, wirf mir den Stein. Oder her. Generell. So, ja, generell. Super. Hast du Kohle? Ja, ist gut. Gebt uns einfach mal gerne auch Anweisungen, was wir machen sollen. Wir wollen ja hier auch ein bisschen euch integrieren, insofern das möglich ist, und sind natürlich auch darauf angewiesen, weil wir selber natürlich keine Ahnung von nichts haben. So. Hast du Kohle? Ich mache gerade Holzkohle. Mach du mal dein Häuschen jetzt derweil. Ich kümmere mich immer wieder um das Licht, denn ich bin ja Lichttechniker, wie einige von euch vielleicht wissen, neben meiner Tätigkeit als Tornadojäger und Grafiker für nicht zahlende Ziegenficker. Ja, genau so ist es nämlich. So. Der hat sich übrigens bei mir gemeldet, habe ich schon erwähnt. Ja, habe ich schon erzählt, ne? Hast du erzählt? Ja, für die, die jetzt erst eingeschaltet haben, ich habe in Staffel 2 davon erzählt, dass ich für einen netten Kunden einen Flyer designt habe, eine Speisekarte designt habe. Und er, nachdem ich fertig war, meinte, nee, jetzt komm mal bitte mit dem Preis mir ein bisschen entgegen, mach mal guten Preis. Und ich hatte natürlich kann diesen Satz nichts, nicht mehr hören, ne? Ich auch nicht. Und ich hatte natürlich nichts irgendwie unterschrieben, keinen Vertrag aufgesetzt, gar nichts. Ich weiß, selbst schuld. Auf jeden Fall kam er jetzt wieder auf mich zu und meinte doch tatsächlich, ach du, pass mal auf, du hast blöd gelaufen, dann machen wir bitte eine neue Speisekarte. Das wäre Supi Bombi von dir. Und dann meinte er tatsächlich... Supi Bombi. Er ist tatsächlich am Ende wieder, aber mach mal gute Preis. Da habe ich gesagt, ja, ist klar, ey. Und dann habe ich ihn aus meinen kompletten Kontaktdaten gelöscht und habe ihm die albanischen Adler auf den Hals gehetzt. Die albanischen Adler? Nicht die grauen Panther? Nee, die grauen Panther nicht. Die Ground Panthers. Pantaleros. So, Diggis, so, haben wir. Da das ja jetzt nun relativ früh ist, was wir ja auch nie machen sonst. Was hast du heute noch Schönes vor? Ich werde auf jeden Fall schlafen gehen. Ach, du hast ja die Nacht durchgemacht. Ich habe die Nacht durchgemacht. Wie so oft, ne? Wie so oft. Ich sag's dir. So. Das ist schön, ich muss nämlich noch arbeiten. Ja, echt? Ja. Und da freue ich mich tierisch drauf. Richtig doll bei dem Wetter. Yay! Was mussten. Da, man darf ja nicht erwähnen, wir wollen ja nicht erwähnen, wo du arbeitest, ne? Wie können wir das denn jetzt. Das wollen wir nicht. Wie umschreiben wir das denn jetzt, dass wir da. Ist es denn wesentlich schön klimatisiert bei dir? Ja, teils. Mal so. Okay. Irgendwas wollte ich gerade machen, jetzt habe ich es vergessen. Danke, Herr Bergmann! So. Nee, manchmal ist es doch ganz schön, ein ganz schönes Lüftchen, aber nur, wenn das denn funktioniert, ne? Okay. Was hast du denn bei der E3 noch so mit aufgeschnappt, was du geil fandest? Mirror's Edge. Hallo. Ja? Mirror's Edge. Okay, was fandest du da besonders cool? Einfach nur, dass es das Spiel nochmal, oder dass es jetzt weitergeht. Ich habe das früher derbe gesuchtet, ne? Hier, das war ja dieses Parkour-Laufen-Dingens. Ja. Und das war schon ziemlich geil früher. Das war so eins meiner ersten Spiele für die Xbox. Okay. Hat dir gut gefallen. Ja, auf jeden Fall. Battlefield, auf jeden Fall auch was für mich. Bin ja total der Fan, was so Rumgeballer angeht. Ja. Ich weiß ja nicht, wie das bei dir so ist. Du bist, glaube ich, nicht so wahnsinnig begeistert von sowas, oder? Baller spielen? Ja, also schon, aber jetzt nicht so überkrass, dass du sagst, alter, neues Call of Duty, ich raste völlig aus. Call of Duty finde ich aber auch mega uninteressant. Also Battlefield 4 werde ich mir sicherlich mal zu Gemüte führen. Hatte ich auch mit Battlefield 3 schon vor, zumindest jetzt rückwirkend, nachdem ich hier meinen Killer-PC jetzt endlich hatte. Und, aber ansonsten, was ich sehr interessant fand, obwohl ich ja gar nicht so der Rollenspieltyp bin, da hatte ich dir ja kurz vorhin erzählt, ist Tom Clancy's The Division. Das fand ich zum Beispiel sehr, sehr interessant, einfach weil die Grafik auch unglaublich fantastisch war. Und da muss ich zum Beispiel erwähnen, bin ich unglaublich dankbar dafür, dass wir endlich diese neuen Konsolengenerationen haben, weil, ich höre ein Skelett. Ein Skelett, ja? Weil man dadurch nämlich auch erstmal direkt gemerkt hat, auf welchem Stand der Technik wir eigentlich schon sind, weißt du, wenn du plötzlich mal siehst, was jetzt alles für Spielegrafik rausgehauen wird, dann ist man da schon ziemlich überwältigt, weißt du? Das wäre zum Beispiel auf dem Computer schon seit Ewigkeiten offenbar möglich gewesen, ging nur nie, weil die Spieleentwickler natürlich zu Recht immer auch die Spiele für PlayStation 3 und Xbox portiert haben und dementsprechend halt auch immer, glaube ich, primär auf der Basis dieser Hardware eben auch programmiert haben, weißt du? Ich finde es trotzdem ganz oft schade, dass es viele Spiele einfach, sagen wir mal, die zurückgehalten werden. Einfach nur aus dem Grunde, dass diese Konsolen, weil sie halt schon so alt sind. Oh, Alter! Geht's? Ich wusste es. Creeper oder was? Nee. Skelett-Scheiße. Skelett. Und das ist deswegen immer so, habe ich immer das Gefühl, dass relativ viel noch zurückgehalten wird. Ne? Das ist ja wie die Behauptung, was ganz viele sagen: Ja, die NASA benutzt ja Technik, die wir sowieso schon alle
die praktisch einfach noch nicht konsumfertig ist. Oh nee, dieses scheiß Skelett, warte mal kurz. Oh nee. Soll ich dir helfen, oder? Weiß ich noch nicht.